Okay, ich bin doch früher als gewohnt durch. Weil ich höre hier immer heftige Geräusche. Das sind keine normalen Geräusche, das sind Kriegsgeräusche. Scheiße, ein Brüter. Also ich wollte normale Gegner besiegen, aber nicht so einen fetten da hinten und dann auch noch im Schussfeld eines Big Daddies. Der Hammer wäre, wenn der andere Big Daddy genau jetzt hier vorbeikommt. Ja, mach ihn kaputt, mach ihn tot. Ach, den anderen, du sollst den anderen anfilmen. Wow! Ouch. So einfach ist das. Geht doch ab und zu mal. Ja, ist gut. Also ihr wisst Bescheid, ich bin gleich wieder on. So, ich habe jetzt doch noch mal was anderes gemacht. Und zwar habe ich meinen Adam für was Nützliches benutzt. Ich bin so ein bisschen rumgegangen und habe ein wenig Geld gefarmt. Aber es ist noch nicht genug. Ich werde gleich noch weitermachen. Und zwar habe ich mir Körperpanzerung gekauft. Neues Tonikum. Dazu habe ich noch einen neuen Slot gekauft. Und zwar Körperpanzerung ist nützlich in allen gefährlichen Lebenslagen und bietet automatisch Schutz gegen Beulen und Quetschungen. Sei kein Softie, besorgt dir unseren Körperschutz noch heute. Das heißt, wir werden ein bisschen härter. Ich will allerdings etwas anderes loswerden. Ja, ich mag dich auch. Die lasse ich jetzt mal drin. Und zwar nehme ich Hackestealer 2 weg. Schon besser. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich denke mal, ich mache einfach weiter. Weil, das wird aussichtslos. Ich kann farmen ohne Ende und da kommt nichts zu. Wo willst du hin, Alter? Jo, ich denke mal, wir schmeißen die Little Sister einfach mal raus. Auch an die Erde. Oh, wow, Geld. Ich werde jetzt einfach mal einen Schacht suchen und die Little Sister dort runterschmeißen. So ein Lüftungsschacht, da hinten ist einer. Kann ich mir noch was leisten? Ne, ich kann mir nichts leisten. Ich bin arm. Voll arm. Jetzt gibt es gleich wieder Geschrei, bestimmt. Ah. Ja, wir wollen die Kleinen ja retten, ne? Und was nehmen wir? Unsere letzten Panzerbrecher, cool natürlich. Oh. Und immer schön, wenn der Blast. Retten. Zip. Nke. Nke, hast du die vergessen? Ey, das ist ja eine. Du bist nicht allein, Vater. Die Mädchen, die du gerettet hast, halten zu dir. Im Gatherer's Garden ist etwas für dich. Wow. Die haben keine Kollision voreinander. Oh, ich habe eine erste Belohnung. Herzlichen Glückwunsch für die Rettung der Little Sister gefunden. Oh, ein Teddybär. Stolze Eltern, 38, 80 Adam, geil. Mit stolze Eltern investierst du deine Zeit mit deinen Little Sisters noch besser, denn sie kann bei jeder Leiche mehr Adam sammeln. Cool. Das kommt jetzt anstelle von Deep. Beat wollte ich schon sagen. Genau, wir können uns was leisten.
Co. Winterblast 2 ist auch klein. Geil. Kleil. Kleil, ja. Mal sehen, was haben wir hier. Ach, Mann. Die Steuerung ist mies. Ah, ich hab doch hier das. Wandelndes Inferno. Feuerbomben ist auch interessant. Kettenblitz, wow. Ich nehme Abfackel 2, das ist mal geil. Geil, geil, geil. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. Boom. Da freue ich mich schon drauf. Und wir können uns noch was anderes leisten. Nehmen wir ein Slot oder mehr Eve? Ich denke mal mehr Eve, ne? Mehr Eve ist doch toll. Was haben wir hier denn noch? Eve schon, ja. Ja, das nehmen wir mal. Hast du heutzutage, wo gentechnisch alles möglich ist, nicht auch den Eindruck, man hat nie genug Eve zur Hand? Mit Eve-Schoner wird dein Eve länger als je zuvor halten. Aha, was schmeiß ich jetzt weg? Tränker will ich auch nicht wegschmeißen. Ja, gefrierender Bohrer, der hat mich schon immer gestört. Weg damit. Jetzt haben wir 0 Adam. Kein Geschrei. Schreit nicht normalerweise eine Big Sister, wenn man eine Little Sister rettet? Ach, ich muss alle drei retten. Jetzt wird meines klar. Oh, wir können uns was leisten. Ja. Klink. Oh, wollen wir uns nieten. Wir haben so wenig davon, das ist unglaublich. Unglaublich. Unbelievable. So, holen wir uns den nächsten Big Daddy. Oh, die Grafiken sind aber wieder toll aufgebaut hier. Das wäre vielleicht taktisch klug, den von unten dann anzugreifen. Wo der dann oben ist, aber dann kommt er runter. Nö, dann lieber oben angreifen, wo er... Dann kann er nicht nach oben springen. Er kann ja nicht nach oben springen. Wie soll er denn auch? Wieso ist das kaputt? Scheiße. Das war die Feuerbombe. Ich spiel doch fair. Ich spiel schwer. Junge. Guck meine Let's Plays, aber mit einem Auge kannst du das ja nicht, du Sack. Wie soll man auch mit einem Auge ein ganzes Let's Play durchsehen? Das geht ja nicht. Bin ich wieder Little Sister los. Aber wir haben was Tolles gekriegt. Und das ist toll. Trödle nicht rum, Mr. B. Schnell. Da hat ein Raketenwerfer. Das ist prinzipiell... Feuerbombe. Zah. Ja, das nennt man Action, ne? Hammer, das geht ja heftiger aber als jeden anderen Eco-Shooter. Ha, ha, das ging schief. Ich soll das mit einfrieren versuchen. 3, 2, 1, meins.
erledigt. Räumen wir ihn erstmal aus. Also Big Daddy Kämpfe sind doch Hammer. Jetzt habe ich ihn vergessen zu filmen. Shit. Und wieder eine. Eine schwere Geburt. Eine sehr schwere Geburt. Mein Bohrer-Treibstoff neigt sich dem Ende. Und Abfangen 2 hat nichts genützt. Obwohl, die Hakenmenschen muss ich noch scannen, ne? Wenn ich einen sehe, muss ich ihn sofort anknipsen. So, eine Leiche erforscht. Wenn ich weiß, wie Hakenmenschen funktionieren, wollte ich schon sagen. Wie, Feuerbombe, also Abfackeln 2 funktioniert. Einfach Alt-Taste oder die Taste, womit man das aktiviert, gedrückt halten. Dann lädt er auf und dann macht das Wusch und dann abdrücken. Und schon BÄM! Habt ihr voll diesen Gegner mit geilem Feuer abgeschossen. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte mein M drücken für Map. Und hier gucken. Schnellere Bewegungen, ey, das können wir gebrauchen. Was, Organe als Verbandskästen, habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich. Die Rennorgane dienen als Verbandskästen, ey. Wir bauen uns unsere Verbandskästen jetzt heutzutage selbst. Aus Organen und alles. Busch. Ja, also wir suchen uns jetzt Geld. Und ich denke mal, dann filme ich mal einfach mal jeden Splicer, den ich begegne. Und ich habe Angst, hier längs zu laufen, weil ich habe mal so einen Burger King gesehen. Wow. Da ist einer. Eindeutig. Ein Hakenmensch. Ich weiß nicht, in welche Richtung er läuft. Oh Mann. Ja, er ist so böse, so böse. Der Einfachschuss funktioniert immer noch selbstverständlich. Ist er da oben oder was? Wo ist er denn? Mann, der ist überall. Das gefällt mir nicht. Da ist er. Magier, du Arsch. Was machst du? Wer war das überhaupt? Was, du nennst mich Arschgesicht? So, jetzt bist du tot. Wo bist du? Du bist jetzt gestorben. Geil. Habe ich ein... Ruhe. Sterben die in meiner Gegenwart oder was? Ach, egal. Hier ist auch einer gestorben, oder? Hoppla. Ich wollte dich nicht entzünden, Entschuldigung.